Abgeordnete, der Ablauf ist jetzt so, dass als erstes Eva Kulin Schröder zu uns sprechen wird, als nächstes Sarah Wagenknecht und kommt Ernst Klaus mit seinen Positionen raus. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und darf die Eva bitten, ihre Positionen darzulegen. Anwesende, liebe Passauerinnen und Passauer, auch die aus der Umgebung und vor allem liebe Genossinnen und Genossen, ich habe gesehen, diesmal sind sehr viele da, aus München, Nürnberg und so weiter, Coburg sogar. Das heißt, diese Veranstaltung hat einen hohen Stellenwert und ich bedanke mich dafür, dass ihr alle gekommen seid. Warum halt so viel Presse da ist. Also ich muss eigentlich sagen, mich wundert das überhaupt nicht. Denn die Menschen wollen ja wissen, was will die Linke. Und wenn man sie anschaut und nach Straubing dann überschaut, da ist die FDP, da wird man also dann vielleicht ein bisschen Tränen sehen. Denn sie sinken ja immer weiter und diejenigen, die diese Partei gewählt haben, stellen fest, das ist gar nicht das, was sie versprochen haben, erstens. Und zweitens ist es nicht das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, viele von euch haben ja Kinder und viele kennen die Sendung der Tigerentenclub, oder? Und für die schwarz-gelbe Koalition in Berlin und auch in München gibt es ja so den netten Ausdruck des der Tigerentenclub. Nur das ist eigentlich viel zu nett für das, was die eigentlich alle tun. Denn in Berlin ist eine Koalition gewählt worden, eine Koalition der sozialen Kälte. Und als erstes haben sie dann ein Gesetz gemacht, Wachstum- und Beschleunigungsgesetz. Man kann da sagen, Schwachsinns- und Bescheuertengesetz. Ja. Denn was tut sie? Sie verteilen weiter von unten nach oben um das, was man schon immer gesagt hat, das wird weiter vorgesetzt. Und es gibt dann eine Hotelkette, die nennen sie Mövenpick. Viele von euch Kindern, die freuen sich ganz besonders über das Gesetz. Dann haben sie das Problem jetzt mit dem Hartz-IV-Urteil. Und wenn man sich das Urteil anschaut, und der Klaus wird da ganz viel darüber sagen, deswegen sparen wir das, dann heißt es, Hartz-IV, die Sätze sind verfassungswidrig. Das hat das Urteil auch gesagt. Hartz-IV muss weg, es ist verfassungswidrig, ist jetzt im Grunde bestätigt worden. Und liebe Anwesende, liebe Genossinnen und Genossen, da darf man nicht aufhören, sondern da muss man weitermachen, denn wir brauchen anständige Regelungen und nicht die Diskriminierung von denen, die überhaupt nicht mehr anders kennen. Und in Zukunft werden einige wieder arbeitslos werden in Bayern. Es werden eine ganze Reihe von Betrieben jetzt weiter entlassen. Wir sehen jetzt die schwarze Zahlen. Macht in Franken und trotzdem entlastet und in vielen niederbayerischen Orten auch die Seegenossen da, die sich aktiv an Protesten beteiligen und die werden in Hartz IV irgendwann fallen, weil sie keine Alternativen haben und deswegen muss Hartz weg und wir brauchen vernünftige Regelungen, menschenwürdige Regelungen und keine verfassungsfeindlichen Regelungen. Merkel ist ja zurzeit sehr ruhig. Ich kann da sagen, die Regierung verhält sich wie ein toter Hund. Ja. Und warum? Weil im Mai in Nordrhein-Westfalen Wahlen sind. Und bis dahin darf nichts passieren, denn sie wollen natürlich die Stimmen. Und Gregor hat schon des Öfteren jetzt im Bundestag gesagt, es ist Wahlbetrug, den Wählerinnen und Wählern nicht zu sagen, was getan wird in Berlin, wo gestrichen wird im sozialen Bereich, was sie sonst noch für Sauereien vorhaben und dann wollen sie auch noch weit werden. Und ich hoffe, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen gescheiter sind. Und die sind gescheiter, wie die Herrschenden glauben und die werden das mal auch anders wählen. Der Einzige, der zurzeit Schlagzeilen macht, ist der Herr Röttgen, mein Umweltminister. Ihr wisst ja, ich bin Vorsitzende des Umweltausschusses und der verwirrt dann alle. Auf der anderen Seite sagt er, Atomkraftwerke sind nicht mehr durchsetzbar. Auf der anderen Seite will er die Laufzeiten für 8 Jahre verlängern.
Dann sagt er wieder, wenn wir bei 40% Strom aus regenerativen Energien sind, können wir es abschalten, dann wären wir bei den jetzigen Ausstiegszeiten. Also denkt der Herr, muss wissen, was er will. Es gibt einen großen Streit, aber wir sagen, wir wollen den sofortigen Ausstieg. Wir brauchen diese regenerativen Energien nicht. Wir brauchen auch kein Endlager hier in Bayern, sage ich jetzt einmal, weil es gibt ja immer wieder die Diskussion. Und dass die jetzt streichen, erneuerbaren Energien gesetzt. Bei der Photovoltaik, bei vielen anderen, das ist kontraproduktiv und das sage ich so nicht, denn damit können neue Arbeitsplätze entstehen. Und zum Schluss noch, zum Donauausbau hat sich ja der Herr noch nicht geäußert. Und ihr wisst ja auch, es gibt eine Studie, 30 Millionen, das zum Thema Geldverschwendung, das nochmal schauen soll, ist es denn nachhaltig, die Donau auszubauen und so weiter und so fort. Und ihr kennt es. Es geht um das Stück zwischen Straubing und Vilshofen, 60 Kilometer, das ja unbedingt ausgebaut werden soll, nach Wünschen der, der Landesregierung, obwohl es einen Bundestagsbeschluss gibt von 2002. Und ich sag mal, die Betonmafia gibt einfach nicht auf. Und diese 30 Millionen für die Studie, die hätte man für was anderes nicht mehr gedacht. So, und jetzt weiter mit dem Tiger Entenclub, Abteilung Bayern. Seehofer, der neue Fürst aus Ingolstadt, aus meiner Heimatstadt, regiert ja mit einem ambitionierten Jein. Also mit seinem Oschatz, er laviert immer so, einmal so, einmal so. Vor der Landtagswahl waren es zum Beispiel gegen Gentechnik im Grunde genommen. Und wir haben uns alle gefreut und haben gedacht, Mensch, der Heilige Geist ist jetzt endlich runtergekommen. Die Genossen aus Altötting haben extra nur Kerzen gespendet, gell. Hat nicht nur geholfen. Nach der Bundestagswahl, der Koalitionsvertrag, wieder weitere Gentechnik. Wieder weitere Förderung, alles das, was wir in Bayern nicht wollen. Und nicht bloß wir, die Linken, sondern auch die Konservativen und die Menschen, die vernünftig denken. Oder Kopfpauschale, mit uns ist das nicht zu machen. Im Koalitionsvertrag unterschreibt das. Steuern sollen nach FDP-Vorschlag runter, steht im Koalitionsvertrag drin, in Bayern ist er dagegen. Also viele Dinge, die nicht klar sind, wo er sich durchlaviert und wo ich sage, Junge, du musst mal wissen, was du willst. Als VDK-Vorsitzender hat er ja den Rächer der Enterbten gespielt. Und viele von euch können sich noch daran erinnern. Dann ist er Minister geworden, dann hat er dieses Amt nicht mehr ausüben dürfen. Jetzt redet er über einen differenzierten Hartz-IV-Satz. Wir wenn es da Differenzierungen bräuchten. Und er bringt nochmal eins ins Spiel, was er eigentlich schon früher gemacht hat. Und er erinnert euch daran. Es geht um das Lohnabstandsgebot. Und er sagt, Hartz-IV-Empfänger dürfen nicht so viel kriegen, wie die, die beschäftigt sind. Und dann frage ich mich, ja, wie soll das gehen? Und das war vor vielen Jahren schon so. Man hat gesagt, wenn die Löhne sinken, muss das auch sinken. Und wir sind an dieser Stelle, und da unterstütze ich ja die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die Kolleginnen und Kollegen, die bei Tarifrunden sind. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen vernünftige Löhne und wir brauchen endlich einen Mindestlohn, damit die Löhne. Und wenn dann in der Koalition über 4-5 Euro Mindestlohn auch diskutiert werden, dann muss ich euch fragen, was denken diese Leute überhaupt? Gehen die selber nicht zum Einkaufen? Wissen die nicht, was der Strom kostet? Das ist eine riesige Sauerei. Wir haben inzwischen einen höheren, prekären Beschäftigungssektor wie in den USA. Und da sage ich, das wollen wir nicht. Wir wollen wieder sinnvolle, gute Arbeitsplätze, die endlich sozialversicherungspflichtig sind und die keine Armutslöhne sind. Und wenn wir uns dann in Bayern so umschauen, dann gibt es da eine Bayern-LB. Und ich kann mich noch genau erinnern, was ich voriges an dieser Stelle gesagt habe. Da waren wir nämlich bei 1,2 Millionen Defizit. Und ich habe gesagt, es wird noch viel mehr, Milliarden. Und einige haben gesagt, jetzt spinnt es ein bisschen, jetzt übertreibt es. Momentan sind wir bei 3,7 Milliarden und es wird wahrscheinlich noch mehr. Und sie werden die Konsequenzen nicht daraus ziehen und die Verantwortlichen werden eben nicht dementsprechend verurteilt, weil es
alle Spätzels und Amigos sind und keiner dem anderen was da will. Ja, ganz klar. Aber nur ein Aspekt. Warum gehen Sie mit dem Geld nicht so um, wie wenn es Ihr eigenes war? Und das müsste Maßstab sein. Denn wenn es mein eigenes Geld ist, dann verpulvere ich das nicht, setze es nicht in den Sand, sondern damit gehe ich verantwortlich um. Und das muss der Maßstab für die Zukunft sein. Und jetzt vielleicht zum Schluss, dieses Geld fehlt, das muss von den Menschen hier in Bayern bezahlt werden. Wer zahlt denn sonst? Natürlich Otto Normalverbraucher. Und das fehlt. Das fehlt zum Beispiel an der Bildung. Wir haben die Schuldenbremse, die demnächst auch ergreifen wird. Das heißt, in den Länderhaushalten ist kein Geld mehr da. Und an dieser Stelle gilt meine Solidarität den Schülerinnen und Schülern, die am letzten Freitag in München demonstriert haben, aber auch den Studentinnen und Studenten, die immer wieder streiken, die sagen, wir wollen eine anständige Bildung. Und da haben sie uns an ihrer Seite. Es kann nicht sein, dass bloß mehr die reichen Kinder studieren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es kann auch nicht sein, dass man durch das G8, wo man wieder Geld einspart und so weiter, Schüler traktiert, die mehr Stunden haben müssen, wie ihre Eltern in der Arbeit. Das kann nicht sein. Und deswegen haben die demonstriert und da unterstützen wir die auch. Weil wir wollen ein gutes Schulsystem. Und da, der Genosse Wandel sitzt ja da unten, der hat schon sehr oft als Schuldirektor, was er Zeit hat, wie es gehen könnte. Es gibt Alternativen und wir wollen diese Alternativen. Dazu braucht man Geld, aber man braucht auch den Willen. Man braucht den Willen zu sagen, alle Kinder in diesem bayerischen Freistaat sind gleich und die sollen dieselben Chancen haben. Und es gibt nur einen Aspekt und vor dem haben Sie vielleicht Angst. Je mehr die Menschen Bildung haben, so mehr durchblicken sie, was in der Politik abläuft. Und vielleicht werden dann noch mehr die Linken. Und darum wollen sie es auch nicht. Das ist mit der Grund und das muss man ihnen auch immer wieder sagen. Ja. Liebe Anwesende, wir haben bei den Bundestagswahlen 6,5% erreicht. Wir sind momentan stabil bei 5%. Waren die Landtagswahlen ein bisschen später gekommen, war mein Landtag und ich muss sagen, ich hätte es denen wirklich gewünscht. Und ich glaube, wir alle miteinander auch. Zur Bayern-LB, zu vielen anderen Fragen, da gehört einfach eine Linke dazu und da haben wir viel zu sagen. Und ich denke, wir werden dem Wählerauftrag gerecht werden hier in Bayern. Wir werden mehrer, wir werden breiter, wir wollen in die Fläche gehen, auch in Orte, wo es vielleicht noch nicht so links denken. Ich denke, da haben wir eine große Aufgabe. Ihr hier zeigt alle, dass es viel Interesse gibt, dass immer mehr Menschen wissen wollen, was die Linke denkt. Und ihr wisst ja, dass das durchsetzbar ist, dass es keine Wolkenkuckucksheime sind, dass wir keine Spinner sind, sondern dass wir wirklich im Leben stehen. Und das beweisen die Mehrheit der Genossen hier in Bayern auf alle Fälle. Und darum bitte ich euch, unterstützt uns. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Wir wollen weiterkommen und vor allem, wir wollen natürlich im Landtag. Das ist ganz, ganz wichtig für uns und wir wollen die Fläche schweren. Ja, ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Aschermittwoch. Es wird ja heute auch übertragen im Internet, auch im Fernsehen. Und ich hoffe, dass wir danach, nach dieser Übertragung, wieder neue Aufnahmescheine haben, dass wir neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben. Und ich sage euch nur, es lohnt sich in Bayern links zur Zeit. Das ist ein Erlebnis, das macht Spaß, das ist ein Erlebnis.